Was für ein Ausblick, was für ein Tag, was für ein Duft. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Da hat Deadcard wohl schon wieder mit seinen Brandbomben gespielt. Was das Waffenarsenal von Sync noch so hergibt, zeige ich euch in diesem Video. What's the play, Deadcard? What have you got for me, Brother Bear? Eure Läuferinnen und Läufer können mit 3 verschiedenen Waffenkategorien ausgestattet werden. Mit einer Primärwaffe, einer Sekundärwaffe und einer Nahkampfwaffe. Schauen wir zuerst mal auf die Primärwaffen. Die unterteilen sich in 5 Klassen. Vom Sturmgewehr über die Schrotflinte bis zur Scharfschützenbüchse findet hier jeder das passende kleine Schwarze für die Party. Manche sind auch ein bisschen größer. Entscheidend sind dabei aber natürlich wie so oft die inneren Werte. Eine Shotgun macht zwar pro Schuss extrem viel Schaden, hat aber eine geringe Feuerrate. Bei den Maschinenpistolen ist es genau andersrum. Beide sind also genretypisch Nahkampfkandidaten. Auf Distanz seid ihr mit einem Sturmgewehr besser bedient. Mittlere Feuerrate bei mittlerem Schaden. Am Ende des Spektrums dann natürlich die Sniperbüchsen. Hohe Präzision, hoher Schaden, niedrige Feuerrate. Und die klingen auch noch so schön. Ihr könnt alle Knarren auf dem Schießstand oder in der Virtual Reality ausprobieren. Synced ist zwar in erster Linie ein Third-Person-Shooter, für mehr Präzision könnt ihr aber trotzdem ins ADS wechseln. Falls ihr euch nicht für eine Hauptwaffe entscheiden könnt, keine Sorge, ihr könnt im Meridian eine zweite aufnehmen. Synced stellt euch bislang 3 Pistolen zur Auswahl. Die hören auf die klangvollen Namen Flüsterer, Lauter Nachbar und Die Raffinierte. Alle 3 machen deutlich weniger Schaden als die Primärwaffen, haben aber einen entscheidenden Vorteil: unendliche Munition. Und das ist in einem Looter-Shooter natürlich ein schlagkräftiges Argument. Apropos schlagkräftig, da gibt's ja noch die Nahkampfwaffen. Schwerter, Äxte, Hammer, Messer oder der gute alte Baseballschläger. Auch die unterscheiden sich in Werten wie Damage und Angriffsgeschwindigkeit. Von Pam Pam bis zu Pam. Egal welche Art von Pam, der Schaden ist ganz ordentlich, aber ihr seid mitten im Gemosche auch relativ ungeschützt. Alternativ könnt ihr den Hammer auch einfach schmeißen. Das ist hier deutlich leichter als in anderen Spielen. Mit Ausnahme der Nahkampfwaffen könnt ihr eure Knarren natürlich leveln und upgraden und so ihre Werte beeinflussen. Außerdem gibt's Mods, die euren Kniften Zusatzeffekte wie Feuerbefall bescheren. Das sind dann also bleibende Verbesserungen. Im Match könnt ihr die Waffen außerdem temporär upgraden. Diese Boni gelten dann nur bis zum Rundenende. Und natürlich gibt's auch noch Waffenskins. Das Auge schießt ja bekanntlich mit. Nur halt nicht zu nah rangehen. So, genug der Waffenkunde. Zeit, die Dinger selbst auszuprobieren. Die leveln sich ja nicht von alleine. Seid ihr dabei? Dann sehen wir uns im Meridian.